Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaftssimulator 22 und ja, ich war fleißig, wie ihr seht, der Wald ist weg, der Wald ist weg. Ich habe auch die Fläche noch ein bisschen vergrößert, damit ich auch die Stumpeln besser sehen konnte, denn auch die habe ich weggenommen. Dann habe ich Dünger gekauft und schon eingeladen, damit wir das da eben fertig düngen können. Und ich habe auch da drüben auf dem Feld nochmal 5 kleinere Bäume weggenommen, weil, wie ich finde, sollten wir die Gelegenheit nutzen und auch da schon noch ein Feld anlegen, damit wir mal langsam ans Geld verdienen kommen, ne? Ja, das habe ich gemacht. Also, ich habe die Bäume entsorgt komplett, das habe ich hier soweit verbreitert. Das soll noch so der Bereich sein, der zum Hof gehört. Ungefähr das, was ich jetzt hier platt gemacht habe. Und Bäume weggemacht, Dünger gekauft. Das hat natürlich Geld gekostet, aber ich habe auch 3.500 für das Holz gekriegt. Und ja, hier die kleinen Bäumchen, die 5, die ich weggenommen habe. Ja, dann der könnte vielleicht auch noch weg. Wie gesagt, parallel zu dem machen ungefähr. Mal gucken. Da soll noch ein Feld hinkommen. Die kleinen 5 Bäumchen, die habe ich aber in die Schreinerei gebracht. Hatte keine Lust, nochmal bis dahin hinten zu gucken. So, wo waren wir stehen geblieben? Das geht ja jetzt vermutlich ziemlich schnell, hier das fertig zu düngen. Und dann machen wir Feierabend. Guck mal auf Tacho, 17 Uhr. Ganzen Tag war die Julia fleißig hier. Die hat den Feierabend verdient. Und dann geht's morgen weiter. Also, in-game morgen. Für euch auch gleich. So. Eigentlich brauche ich den gar nicht runterfahren, ne? Aber egal. Los! Aber da müssen wir eine weitere Sicht haben, damit ich einen besseren Überblick habe. So. Dann ist das hier auch schon mal fertig. Dann kann das loswachsen. Und das wird ja auch schon eigentlich schon bald wieder geerntet. Das wächst recht schnell. Aber einen Gedanken habe ich noch. Ich hatte ja immer gesagt, oh, mache ich Hafer und dann Weizen. Bin ja später auf Sorghum hier so gekommen, wegen dem Zuschauerkommentar. Aber ich glaube, einen Punkt hat's. Die Sorghumhirse hat ja den Vorteil, dass eben Pferde und Hühner das fressen. Aber ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, Sorghumhirse macht kein Stroh. Also Stroh sammeln kann ich dann hier nicht. Ja, passt das ganz? Yay, jetzt passt ganz. Wie wunderbar. Ah, da muss ich aber aufpassen. So, jetzt. Das heißt, ich muss dann da gleich so schön über die Kante fahren. Ja, ist doch klasse, wenn das Ding so breit streut. Boah, wenn der auch noch kalt könnte, dann würde ich mir das Ding glatt kaufen. Das ist kompakt, klein, wunderbar. Auch kein Problem mit zu rangieren, weil es hat gar keine Achse. Und aus. Fertig. Das war ja einfach. Wenn das mal alles so einfach ginge. Ja, dieser Dünger. So eine Palette Dünger, die füllt das hier so um auf 30% etwa. Die kostet mal knapp 2000 Taler, ne? Also, das kostet schon ganz gut Geld. Naja. So, Feierabend. Der wohlverdiente Feierabend. Ja, nee, ich habe schon eine ganze Weile geschuftet hier. Ich darf das. So. Karre stellen wir hier hin. Die steht hier gut. Zack. So. Ja, so. Schwuppsiwupps. Schloffer. Mhm. Ah, schlaf drin, ne? Ist besser, wenn der Werwolf kommt. Dann bin ich besser hier drin. Habe ich vielleicht eine Chance? Habe ich eigentlich Waffen? Ich habe keine. Ich könnte nur hoffen, dass er sich nicht durchnagen kann. Ich glaube, so eine Holzhütte. Wie war das mit den 3 kleinen Schweinchen? Ein Haus aus Stroh, eins aus Holz und eins aus Stein, ne? Die ersten beiden hat er weggepustet. So. Dann haben wir Mitte April. Bin ja mal... Regen. Bin ja mal gespannt, ob schon was rausgewachsen ist. Sorghumhirse dürfte eigentlich schon früh zu sehen sein.
Da gehe ich jetzt erstmal gucken. Das Wetter ist ein bisschen dunstig und wird schlechter, wird bewölkt. Ja, da können wir mit um, solange das nicht plattert wie doof. Kann man auch nicht sehen. Ne, das sieht noch dunkel aus. Da ist noch nichts rausgekommen. Hätte ja sein können, ne? Dass hier schon die ersten zarten Triebe zu sehen sind, aber nichts. Aber 100% gedüngt, Ertragbonus 95%, da will ich mich nicht beklagen. Und da machen wir ein Feld hin. Soll ich denn vorher vielleicht auch das Gras mal runterholen hier? Fällt mir mal gerade so ein. Könnte man tun, ne? Ist so viel Arbeit. Alles so viel Arbeit. Naja, reiten muss ich ja auch heute, ne? Fange ich damit an? Ich glaube, ein Hottermäckchen reiten wir heute zusammen. Und die anderen mache ich dann später. So, auch 100%, wunderbar. Der Weizen wachsen tut. Ach ja, das machen wir zuerst, dass wir hier mal füttern, ne? Ich gucke mal hier bei den Tierchen. Machen wir mal hier. Ja, das ist jetzt schon wieder ein bisschen Loch, da können wir reinpacken. Das muss ich machen. Na, sie haben trotzdem Wert gestiegen, obwohl ich heute noch nicht geritten habe. Einen reiten wir jetzt erstmal. Komm, wir nehmen uns jetzt hier den Rappen. Und reiten mal ein bisschen aus. Die anderen vier mache ich dann später. So. Ja, das ist eng. Ja, er muss hier über den Zaun. Ja, dann gehst du halt über den Zaun. Und hier ist dir das natürlich zu hoch. Nur geh schon, komm. So. Ja, ne, also hier kommt ja die Straße hin. Und auch auf der Seite von der Straße mache ich so einen Grünstreifen. Später könnte man vielleicht mal Bäume stellen, wenn mich das nicht zu sehr stört beim Bearbeiten der Felder. Und jetzt können wir mal gucken. Das Feld soll also parallel mit dem enden und dann hier ungefähr anfangen. Dann haben wir hier eine Ecke. Und dann hier, ja, nicht ganz bis zur Grundstücksgrenze, aber so, dass ich das hier machen kann. Und gucken wir, haben wir noch Bäume drin? Nee, der Baum kann dann so ziemlich am Rand stehen. Das geht ja, ne? So ungefähr stelle ich mir vor, möchte ich hier ein Feld anlegen. Die Frage ist jetzt echt, soll ich vorher hier Rasen mähen? Und dann so bis hier, dass der parallel mit dem hier ist. Dann habe ich hier noch eine Fläche, da kann ich auch noch eine Menge Wiese runterholen. Und da auch, also das kann ich eigentlich, guck mal hier, was hier noch Wiese ist. Das reicht. Da brauche ich jetzt nicht mähen, das reicht, wenn ich das hier hole. Das wächst ja auch wieder nach. Ja. Nee, dann mache ich das nicht. Dann legen wir das an. Ja. Was ich da anbaue, weiß ich noch nicht. Erstmal müssen wir das Feld anlegen und dann überlegen wir das später. Ihr könnt das ja auch in die Kommentare schreiben, was ihr mir da empfehlen würdet. So, was haben wir denn? Haben wir schon 100% 84? Dann kann ich da jetzt ganz flott zurück zum Stall. Ah ja. Nicht übers Feld. Gut. So. Das Wetter wird langsam sommerlicher. Ist das schön? Ist jetzt so Osternzeit etwa, ne? Ist eine schöne Zeit. Man hat den Sommer noch vor sich. Das Wetter wird langsam milder. Die Vögel zwitschern. Die Kohlmeisen machen. Zizibe, zizibe, zizibe. Die Fausitzchen blühen, aber ich sehe hier keine. So, lass mich mal rein da. Jawohl. Ja, und die anderen mache ich dann heute Abend oder so. Schauen wir mal. Steh auf Pferde, habt ihr gesehen? Ja. So, und jetzt bringe ich euch noch Hafer. Ich habe doch noch was, ne, aber das ist nicht mehr allzu viel. Na, zwei Paletten. Haben wir schon irgendwo drei? Ne, noch nicht, ne? Zwei. Da ist ja nichts. Ja. Das Wetter sieht so ein bisschen milchig aus. So ein bisschen dunstig. Schauen wir mal. So, also erstmal die Arschkrampe holen. Und dann machen wir das mit den Pferden klar. Dann gucke ich auch gleich mal, wie sieht es aus mit Futter für die Hühner. Weil das dauert ja noch ein bisschen, bis ich wieder Futter ernten kann.
Schwupps. So, Whisky, bleib weg, sonst habe ich dich nachher bei mir im Reifenprofil hängen. Das wird dir nicht gefallen. So, zack. Jo, wir wollen Hafer. 6.490 Liter sind noch da, das ist nicht viel. Dürfte aber für die Pferde erstmal völlig ausreichen. Ja, eine größere Rasenmäheraktion ist auch bald mal wieder angesagt hier. Absolut. So, und ich glaube, da komme ich ganz gut damit zurecht, wenn ich hier ganz dicht dran fahre. So dürfte das Funktion klappen. Ah, gut. So. Und der Rest geht wieder ins Silo. Was haben wir denn noch? 6.088 Literchen. Gut, dass ich nichts von dem Erntegut verkauft habe. Dann hätte ich jetzt Probleme mit meinen Tierchen. Und abladen. Ist schon ein paar Mal raus und reingeholt hier den Hafer, aber das ist nun mal so. Ja. Ja, Pferde Wasser geben. Ich glaube, das ist noch gar nicht nötig, oder? Jetzt packe ich erstmal die Arschkrampe wieder zurück. Dann könnte ich mich ja eigentlich schon an die Arbeit machen und das Feld anlegen. Dadurch zieht sich jetzt natürlich hier der Frühling ein bisschen in die Länge. Ist ja klar, weil es eine Menge zu arbeiten gibt. Aber ich glaube, dann haben wir noch ein Feld mehr. Dann müsste spätestens im nächsten Jahr aber auch mal der Wohlstand so ein bisschen ausbrechen. Denn ich will einen neuen Trecker haben und so. Und meine Halle da mal hinstellen. Entschuldigung. Ja. So. Ab dafür. Denn ich träume jetzt mal ein bisschen mit euch. Guck mal hier, ich habe hier nämlich den Laptop hier bei mir im Trecker drin. Den packe ich jetzt mal aus. Hier den Laptop. Da. Und dann möchte ich mir kaufen, wenn ich mir das mal leisten kann. Das muss jetzt kein Großtraktor sein, aber hier so ein mittelgroßer. Ne? Und dann ist das der? Also ein Fendt wird es wohl sein, ich mir holen will. Haben wir hier hinten noch was? Mal gucken. Nee, dann ist der das schon hier. Ja, der, den möchte ich mir gerne holen. Und dann natürlich Frontlader, machen wir den Quicke dran. Motorausführung natürlich das Fetteste. Und dann sind wir bei 211.000. Ja? Würde ich an der Farbe was ändern? Nö, ich glaube, die Farbe ist so in Ordnung. Laubfroschgrün. Ja. Ne? Den möchte ich mir kaufen. Da steht auch Autoload drauf. Das ist doch total blöd. Nimmt ihr das für alles? Das werde ich jetzt mal ändern. Aber vielleicht macht ihr das gar nicht, wenn ich das dann nicht kaufe. Ah, hat das auch keinen Zweck. Ja. Deswegen bin ich der Meinung, wenn ich denn da noch ein Feld anlege und da auch was anbaue, dass wir irgendwann mal da rankommen, auch mal ein paar Dinge zu verticken, die ein bisschen mehr reinbringen, dass das mal langsam in Gang kommt. Aber das ist ja auch so. Man gibt ja auch alles immer wieder aus, ne? Und ich möchte auch bald da wegziehen. Wenn ich diese verbretterte Bude da sehe, also das ist ja, da soll was Ordentliches hin. Das kostet alles so viel Geld. Das ist aber doch recht realistisch an dem ganzen Spiel. Wie ich finde. So, jetzt gucke ich erst mal eben, jetzt machen wir den Motor mal aus, das kostet ja alles Sprit. In die Preise. Ich habe Eier. Na-na. Ich habe Salat. Aber ich habe noch nicht so viel. Und ich habe Möbel. Auch nicht, aber der ist auf dem Weg. Da müsste ich mal ein Auge drauf halten. Jetzt gucke ich doch mal eben. Bei den Möbeln. Wann ist denn da die dritte Palette soweit fertig? Denn wenn das über 6.000 ist und ich habe drei Paletten, sind das immerhin 18.000, ne? So, sag doch mal.
785, ja? Also bei 1000 ist die ja voll. Das dauert gar nicht mehr so lange, dann ist die dritte Palette auch hier. Und wenn dann der Preis über 6 geht, dann wird sich das fast schon lohnen. Ja gut. Dann würde ich sagen, auch wenn es schmerzt, geht's los. Feld anlegen. Das ist wieder Arbeit. Viel Arbeit. Dazu hole ich mir meinen Trecker. Zack. Und Gewicht vorne dran. Und den Pflug. Und dann machen wir das. Das wird jetzt nicht ganz so groß, das Feld. Aber doch, ja, aber Feld, ne? Hey, noch ein Stück. Jetzt. Okay. Das sieht ja gar nicht mal so schlecht aus, der Trecker, wenn der schön sauber ist, ne? Aber ich sehe gerade, der muss auch bald mal wieder Reparaski werden. Das werde ich jetzt noch machen, bevor wir da anfangen. Dass der, weil gerade Pflügen, das macht nochmal ordentlich. Ach, und dann, da muss ich ja wieder Steine sammeln. Nein, das kostet doch alles wieder Geld. Steine sammeln, ich hasse Steine sammeln. Wie die Touristen am Strand, die sammeln immer Muscheln. Ich frage mich immer, was die damit wollen. Und dann tun die so, die Touristen am Strand, die tun dann so, als wenn sie danach suchen müssten. Laufen dann so gebeugt und gucken am Boden und ab und zu bücken sie sich dann noch für eine Muschel. Dabei knirscht es unter den Füßen vor lauter Muscheln. Das sind schichtweise Muscheln. Ich verstehe das nicht. Ich habe mal zu Touristen gesagt, ich sage, aber nehmen Sie nicht alle mit, lassen Sie noch ein paar hier. Der Blick unbezahlbar. Naja, da ist ja was anderes, ob man nur einmal im Jahr so die Gelegenheit hat, ne? Das verstehe ich schon, aber... Aber Muscheln sammeln? Weiß ich nicht. Wenn ich am Strand bin, da hebe ich mal 3 Muscheln auf, nehme die mit. Ja gut, aber ich gehe doch nicht eine halbe Stunde an den Strand lang und suche. Oder tue es, als ob ich suchen müsste. Ein bisschen näher, oder? Ja, gewendet hin und her, aber das müsste doch reichen so, oder? Wenn ich hier anfangen... Täte. Auf Felder begrenzen, Felder einstellen, zulassen. Und jetzt geht los, runter damit. Bams. Vorwärts aber, ja. Ja. Möglichst gerade. Was ja gar nicht so einfach ist. Ah, Steine. Wenn ich Steine sehe, kriege ich schon eine Hasskappe. Irgendwie. Nein, nicht noch einen Streifen machen. Gerade. Das sieht verdammt einfach aus. Das ist gar nicht so leicht. Wenn man schön gerade halten muss. So. Jetzt gucken. Möchte das so ein bisschen abschließend machen mit dem. Pi mal Daumen, Adam Riese, Schürmanns Rechenbuch, Eva Zwerg, würde ich sagen, stopp ich. Hier. Se, sa. Und nü. Versuche ich meinen rechten Winkel auf die Reihe zu kriegen. Roundabout this. Und da habe ich gelernt, ein bisschen weiterfahren. Der macht ein Stück zurück. Mach lieber so. Jawohl, ja. So. Jetzt muss ich mal gucken. Kleines Stück noch. So bis hier, ja. Dann habe ich noch ein bisschen Grundstück über. Ja, ich glaube, das ist gut. So. Muss ja auch das Land effektiv gut nutzen, ne? So.
So, wieder versuchen, rechtwinklig zu werden. Also der ist aber recht gerade geworden außen. Da muss ich sagen, das ist mir gut gelungen. Oder war Glück? Wahrscheinlich Letzteres. Und jetzt möglichst gerade. Nee, keine Treppe machen. So. Gleich fahre ich durch mein Weizenfeld. Ach ja, Mensch, so weit wollte ich ja gar nicht. Und ach je. So. Ja, ist noch ein Stückchen. Ich weiß jetzt nicht, ob der Baum da erst noch weg muss. Guck ich mal. Von der Perspektive und dann gerade. Eieieiei. Ich würde mal sagen, so ist es das, ne? Oh, da ist der Baum auch noch außen. Das ist okay. Den werde ich wahrscheinlich ohnehin wegnehmen. Und das hier wird dann Wiese. Muss ich mal gucken. Hier könnte man vielleicht auch mal eine Zuckerfabrik hinstellen oder irgendwie ein Verkaufsdings. Hallo, Wolfgang. Ja, ich bin immer noch da. Hast mich noch nicht wegheulen können. Ich habe mal einmal so gelacht, ist schon eine Weile her, über einen Kommentar von euch. Ich glaube, Mickey war das geschrieben. Nein, der Werwolf, der ist nicht böse. Der hat nur so unheimlich raues Klopapier. Und das am frühen Morgen. Rollen mir die Tränen, das war gut. Ja, Schmirgelpapier, Klopapier, deswegen heult er so. Ja, das kann ja auch böse sein. Da muss man ja auch mal zugestehen. Das ist ja auch schlimm. Vor allen Dingen, wenn man Hämorrhoiden hat. Ne? Gerade. Gerade. Cessa. Und... Ja, so kann man das lassen. Diese kleinen Spitzen an den Ecken, das lässt sich bei der Form von dem Flug ja, wie ich finde, eigentlich so gut wie nicht vermeiden. Aber das ist ja nicht so schlimm. Da kann man ja ein bisschen nacharbeiten. So, einmal draußen rum noch. Oder mehrmals. Schwibbeliwipp. Parenga und Katschenga. Wer sagt das immer? Boucher, ne? Nein, nichts stehen lassen, das ist doof. Das Boucherle. Ach ja. Wer keine Arbeit hat, der macht sich welches. War ich fertig mit dem Steine sammeln und grubbern und den ganzen Schnirleschnanz da. Aber nein, dann mache ich ein neues Feld, damit ich wieder zu tun habe. Wie blöd bin ich eigentlich? Aber ich will ja auch das Geld haben. Ne? Die Gier lässt einen solche verrückten Sachen machen. So. Gucken wir das bei den hier schön erwischen. Absenken. Los geht's. Ja. Was könnte ich denn hier mal drauf setzen? Ich hätte ja so Bock mal auf Kartoffeln oder Rüben oder irgendwie Baumwolle oder irgendwas, was ich noch nie gemacht habe. Da gibt es doch auch irgendwie diese Oliven, ne? Oder Trauben. Aber ich habe ja gar kein Geld für die ganzen Werkzeuge. Das lohnt sich ja dann auch gar nicht bei so einem kleinen Feld. Das ist echt gaga. Kommt sowieso irgendwann. Aber es kann dauern. So, jetzt hier so rumzufahren, ist ein bisschen eng wegen der Felsen, ne? Geht aber. Aber wenn ich mal größeres Maschinchen hinten dran hängen habe, wird das schwierig. Aber noch ist das nicht das Problem. Ja. Ja, da habe ich so ein paar kleine Macken, aber die sollen mich jetzt nicht so interessieren. Nur wenn das so eine richtige Treppe ist, dann ist das doof.
Aber ansonsten finde ich, habe ich das ganz gut rechtwinklig hingekriegt eigentlich. Doch, ja. Man kann jetzt versuchen, hier diesen kleinen Eumel da wegzurasieren. Aber das kann auch leicht in die Hose gehen, ne? Das war zu viel. So, dazu müsste ich quasi hier so in dieser Fuge fahren. Das kann aber sein, dass ich den nach außen dann ziehe. Na, ich versuch mal. Habe ich da eine Macke reingefahren. Naja, gut. Die kann man ja zupatschen dann. Das ist ja nicht das Problem. Ne? So wie ich das hier auch gemacht habe. So. Aber ich sehe gerade, hier muss sowieso noch ein Stück. Das mache ich jetzt mal eben. Ja, da bin ich, da habe ich so ein bisschen Monk. Also das mag ich nicht, wenn das so zackelig ist. Das soll schon ein bisschen ordentlich sein. Aber da hinten hat er das nicht. Möglichst gerade zurückfahren. Und dann hier nochmal ansetzen. Ja, nicht zu weit zurück, sonst mache ich da so eine Macke rein. Das könnte so gerade noch klappen. Immer noch nicht. Oh, ist das ärgerlich. Jetzt gleich wieder zu groß. Jetzt habe ich da eine Marke reingemacht. Ja. Stopp! Gut. Soll so reichen. Naja, schön ist anders, aber... Naja... Jetzt muss ich das so machen, damit ich da hinten den Pinsel mitkriege. Steine. Wenn da wenigstens ordentlich Kohle für gäbe, ne? Für die Steine. Gut, ich meine, man kann dann auch mit einem Mod irgendwie Kalk draus machen, aber ja. Erstmal habe ich die nicht und dann ist das auch alles. Kalk braucht man dann ab und zu mal. Kalk ist auch nicht so teuer. Ich weiß nicht, ob sich das alles lohnt. Das will alles gut überlegt sein, ne? Ja, den Pinsel muss ich auch noch wegmachen da. Ja, nächste Reihe. Aber dann ist das ja gleich breit genug, dass ich da nicht mehr so furchtbar aufpassen muss. Gerade hier am Ende muss aufpassen. Schnell ist man ein Stückchen zu weit gefahren und hat dann da so die Macken an den Seiten gehauen. Da muss man noch echt aufpassen. Wenn ich so dreimal rum bin, dann geht das. Dann kann ich einfach frisch, fromm, fröhlich, frei hin und her pflügen. Ich mache wahrscheinlich so 4 Runden oder 5 sogar und dann hin und her, ratzfatz. Ja. Habt ihr ja auch mitgekriegt beim letzten Mal, denn dieses Mikro-Sojabohnenfeld, was ich angelegt habe, das war aber nur Jux. Mal gucken, wenn da so ein Pinselchen steht, dann fahre ich da mit dem Drescher rüber. Yay, 6 Halme. Ja... Spaß muss sein. Oder man könnte ja mal ein Herz vorm Feld anlegen.
Nein, kein Hakenkreuz. Herz. So. Da hätte ich noch ein bisschen rüber gekonnt. Na, ist egal. Naja. Hast du so blöde Idee, noch ein Feld anzulegen? Ja. Ja, brauchen wir. Brauchen wir. Aber ihr müsst jetzt nicht die ganze Zeit zugucken, wie ich hier stundenlang dieses blöde Acker da umflüge. Vorsichtig, nicht so weit. Sondern ich mache euch das bis zur nächsten Folge fertig. Nein, ich mache mir das fertig und ihr müsst da nicht zugucken. Und Schnellvorlauf haben wir auch schon so oft gesehen. Mache ich das fertig. Also zumindest pflügen, ne? Dann können wir nächstes Mal zusammen mal was ganz Neues machen, Steine sammeln. Haha, haben wir ja noch nie gesehen. Ja, einmal, ne? Oder zweimal schon, zweimal. Ja, und jetzt im Sommer, also Ingame-Sommer, wäre ich dann schon 2 Jahre hier. Und habe immer noch nichts auf die Reihe gekriegt. Ach, ist doch wahr, Mensch. Ist alles nicht so einfach. Und das war schön buckelig jetzt. So. Jetzt hole ich aber erstmal hier diesen Pinsel da weg. Der stört mich. Der tut mir körperlich weh. So wie ein Stein im Schuh, so, ne? Kennt ihr, ne? Der muss raus. Und dann denkt man, wer weiß, was man da für einen Himalaya drin hat. Und dann guckt man, dann ist das so ein winziger Stein, da brauchen wir bald ein Mikroskop für. Ne? Aber muss raus. Macht einen wahnsinnig sonst. Sonst Prinzessin auf der Erbse. Aber den ganzen Tag. Mit Maulen und Zicken und allem drum und dran. Läuft. Geht nicht anders. Ja, die Bäumchen, die beiden werde ich noch wegnehmen. Dann kann man hier nämlich auch schön mal Rasen mähen. Das werde ich auch so wahrscheinlich zum größten Teil erstmal so lassen, bis ich vielleicht mal andere Ideen dafür habe. Ja. So. Könnt ihr sagen, ja, und als Hausaufgabe werde ich das Feld fertig pflügen und Steine sammeln und kalken und säen und beim Düngen hole ich euch nichts da. So einfach kommt mir da nicht da weg. Außerdem käme die nächste Folge dann, weiß ich nicht, übernächste Woche, weil ich bis dahin brauchen würde zu machen. Nee. Ich muss ja auch noch fertig reiten. 4 Pferde reiten. Weiter pflügen. Ja, die Bäumchen, mal gucken. Ich wollte euch ja auch so ein bisschen damit verschonen. Dieses ewige Baumgehaue da und weggefahren, das ist ja auch immer das Gleiche. Aber so ist das halt in der Landwirtschaft, ne? Eigentlich genau das Richtige für mich. Ich muss mein Hirn nicht anstrengen. Oder nicht zu sehr anstrengen, werde nicht überlastet. Dann ist das Beste für mich. Weil Denkfaulheit hat einen Namen. Julia. So. Schwupps. Schwupps. So. Ja. Naja, gut. Ich glaube, ich schicke euch nach Hause. Ich mache dann fertig. Ob ich das jetzt mache, weiß ich noch nicht. Oder später. Ich werde wahrscheinlich so ein Stück machen und dann reiten und dann ein Reststück machen und dann mal gucken. Schauen wir mal. Joa. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und ich freue mich auf euch auf das nächste Mal, wenn wir dann ja, Steine sammeln werden wohl, denke ich mal. Mal gucken, vielleicht kann man ja auch mal bald beim nächsten Mal ein bisschen was verkaufen wieder. Ja, und dann geht das auch schon bald in den Mai. Ist gar nicht mehr so lange, bis wir mal wieder ernten können. Immer noch mit dem kleinen, popligen Drescher, aber sehen wir mal. Wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst mir gerne ein Like da. Finde ich immer klasse. Auch Kommentare sind
gern gesehen. Und wer noch nicht hat, wer neu ist, ruhig abonnieren, dann verpasst ihr nichts, dann wird euch das gesagt. Vor allen Dingen, wenn man diese Glocke da nennt, habe ich auch spät erst gelernt, wenn man die nämlich klickt, dann kriegt man immer Benachrichtigungen. Das ist eigentlich, wenn einen das auch wirklich interessiert, gar nicht schlecht. So, bis dann, bye bye und tschüssi!